Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Channel. Wir möchten heute mit euch über absolute No-Gos auf Werbeanzeigen sprechen. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe heute wieder meinen Kollegen, den Sahad, mit dabei. Und wir werden heute über No-Gos in Werbeanzeigen sprechen. Also ganz einfach gesagt, was solltest du auf gar keinen Fall machen, wenn du selber Werbung schalten möchtest? Nicht spezifisch auf irgendeine Plattform oder so ausgerichtet, sondern ein bisschen allgemeiner gehalten. Und die erste Sache, die schon mal ganz wichtig ist, ist, denke ich, auch selbsterklärend, aber sehen wir trotzdem relativ häufig immer noch, Versprechen machen, die man hinterher nicht halten kann. Am Ende des Tages, wenn irgendeine Werbekampagne erfolgreich sein soll, dann muss die Erwartung des Kunden mit dem übereinstimmen, was du liefern kannst. Und gerade in dem Bereich jetzt Fachhändler rund ums Haus oder auch Handwerker sehen wir immer häufiger zum Beispiel, dass mit abstrakt kurzen Lieferzeiten geworben wird. Und ich denke, dir wird am allerklarsten sein, dass es halt nicht möglich ist, gewisse Lieferzeiten immer einzuhalten, weil es kann sich von heute auf morgen halt ändern. Und deswegen guck vielleicht, also man steht ja immer so ein bisschen in dem Konflikt, ich möchte jetzt meine Werbeanzeige möglichst, ich sag mal, reißerisch formulieren, dass sie auch viel Resonanz bekommt, viel Aufmerksamkeit, im besten Falle viele Anfragen. Auf der anderen Seite von diesem Konflikt steht eben, was kann ich wirklich liefern? Und die Kunst ist, das, was du wirklich liefern kannst, so attraktiv zu verpacken, dass es halt nicht mehr reißerisch klingen muss. Dafür gibt es Profis für uns, die sich darum kümmern. Aber wenn du selber Werbeanzeigen schaltest, dann guck ganz, ganz explizit darauf, dass du nichts versprichst, was du am Ende des Tages nicht einhalten kannst. Und das passiert da manchmal sogar ein bisschen unterbewusst, weil man hat ja so ein bisschen eine Werbeschrift vielleicht im Kopf, wie man jetzt möchte, dass seine eigene Werbung aussieht. Aber du kannst halt wirklich auch seriöse Probleme bekommen, wenn du jetzt was versprichst, was dann 3 oder 4 oder 5 Monate später so nicht mehr eintritt, aber die Werbeanzeige vielleicht irgendwann mal online war, dann kann das halt wirklich Probleme nach sich ziehen. Also guck dir deine Werbeanzeige an, bevor sie online geht, schau, was du nach außen kommunizierst, überleg dir ganz ehrlich, ob das realistisch ist und wenn ja, kannst du das Ganze eigentlich komplett entspannt schalten. Wichtiger Punkt ist natürlich auch, das Thema nicht zu verfehlen oder gerade das Thema, wofür du beworben oder es bewerben willst, auch, dass es klar und deutlich erkennbar ist. Ganz klares Beispiel im Neukundensegment, also wenn du eine Küche bewerben willst, dann sollte auch eine Küche oder eine Situation drauf, wo es irgendwas mit einer Küche zu tun hat. Hat ja keinen Sinn, wo da ja eine Küchenwerbung ist, aber zum Beispiel, ja jetzt mal ganz komisch ausgedrückt, eine Terrasse abgebildet oder so ist. Du verfehlst halt das Thema. Du kriegst die Leute mit dem Eyecatcher Terrasse, obwohl du sie für eine Küche haben möchtest. Genauso ist es natürlich auch vielleicht sogar noch wichtiger im Personalgewinnungssegment. Da geht es ja auch darum, wie ziehe ich vielleicht auch mit dem Bild genau die Handwerker oder die Bürofachkräfte oder an, dass die auch darauf reagieren. Also stellen wir uns mal so eine Standardsituation vor. Handwerker sitzt in der Bahn auf dem Weg nach Hause und der soll auf deine Anzeige reagieren. Dann wird der nicht darauf reagieren, wenn da jetzt eine Frau im Büro sitzt. Ja, gib ihm die Situation wieder, gib ihm auch vielleicht sein Handwerk wieder, was er sucht. Ja, irgendwas, wo drin er sich erkennt und wo er drauf hängen bleibt, also in dem Moment. Ja, also versuche ihn zu catchen mit dem, was seine alltägliche Situation wiedergibt. Und genauso im Neukundensegment, also immer das widerspiegeln, was du auch verkaufen willst letztendlich. Ja, genau. Ja, sehr spannender Punkt, sehr wichtig auf jeden Fall. Die nächste Sache, über die ich kurz sprechen möchte, ist ganz, ganz wichtig, also enorm wichtig. Ich würde sagen, da gehen bestimmt jeden Tag mehrere Millionen Euro Werbebudget verloren, weil das halt nicht berücksichtigt wird. Wir sehen es eigentlich bei fast jedem unserer Kunden, der vorher schon mal eine Kampagne gemacht hat. Und zwar geht es darum, dass bei den Werbeanzeigen keine sogenannte Call to Action vorhanden ist. Ist jetzt so ein neudeutscher Begriff, heißt eigentlich nichts anderes als eine Handlungsaufforderung, weil am Ende des Tages musst du es dir so vorstellen, wir kämpfen, wenn wir jetzt über soziale Medien sprechen, erstmal um Aufmerksamkeit. Das heißt, dein Bild, dein Text, deine Aufmache hat erstmal den Sinn und Zweck, eben Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn du diese Aufmerksamkeit bekommen hast, dann musst du dafür sorgen, dass du sie nutzt. Und das bedeutet, diese Person, die dir gerade Aufmerksamkeit schenkt, muss irgendwas tun. Die muss irgendwo hinklicken, die muss irgendwas ausfüllen, die soll sich irgendwas anschauen, die soll irgendwo teilnehmen, ist völlig egal. Aber du musst dafür sorgen, dass jede deiner Werbeanzeigen, egal wo sie ist, am Ende des Tages eine Handlungsaufforderung hat. Klick bitte hier hin, mach bitte das, such dir hier und da was aus, druck dir folgenden Coupon aus, ist völlig egal. Aber ich sehe so oft Werbeanzeigen, wo dann einfach nur steht, hier, wir haben neue Betten. Ja, schön. Also, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber am Ende des Tages, ja, die Person sieht das, sie sieht vielleicht auch ein ansprechendes Bild und die Leute kommen ja nicht von selber darauf, hey, was soll ich jetzt tun? Ja. Soll ich auf die Webseite gehen, soll ich mir irgendwas aussuchen? Sag klipp und klar, was ist der nächste Schritt, der jetzt zu tun ist?
und dann sorgt dafür, dass dieser Schritt auch funktioniert. Am besten, wie gesagt, klick irgendwo hier drunter, dann ist eine separate Seite hinterlegt, wo sich die Person einträgt. Ruf mich unter der Nummer an und wir machen direkt einen Termin aus, wie auch immer. Aber sorg bitte dafür, dass wenn du die Aufmerksamkeit deiner Kunden einmal bekommen hast, auf einer Werbeanzeige, dass ganz genau klar ist, was soll dieser jemand jetzt als nächstes tun. Und dann wirst du sehen, okay, mit dem gleichen Budget, mit den gleichen Werbeanzeigen hast du 10-mal mehr, 20-mal mehr Ergebnis, übertrieben, aber es kann wirklich so sein, wenn du den Leuten halt sagst, mach bitte das als nächstes. Ja, weiterer wichtiger Punkt ist, wenn du mit Schriften oder Headlines oder Untertitel, also dünnere Schriften arbeitest auf Bildern, dass sie klar erkennbar sind erstmal, ja? Ja. Also klar erkennbar, dass man auch weiß, was da steht, dass sie vielleicht auch, ich würde mal sagen, in nicht zu vielen verschiedenen Schriften sind, ja? Ja. Dass das vernünftig sortiert ist und dass nicht alles irgendwo hingeschmissen ist, ja, gib dem Kunden so ein bisschen einen Leitfaden, wo er sich dran liest, ja. Und auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, darf man nicht vergessen, achte auf die Rechtschreibung. Jeder kennt das, man erstellt vielleicht kurz vor Feierabend nochmal eine Anzeige und dort schleicht sich ein kleiner Fehler rein, ja. Ganz wichtiger Punkt, weil das kann zu negativen Kommentaren führen. Vielleicht kennt ihr das, ihr seid irgendwo auf Social Media unterwegs, seht einen Fehler in einem Beitrag und darunter sind wieder die ganzen Kommentare los, machen sich die Leute teilweise lustig darüber, weisen auf den Fehler hin und das ist negative PR für dich selber. Ja? Also ganz wichtig, klar und deutlich erkennbar, worum geht's und fehlerfrei. Und vielleicht nochmal zusätzlich zu ergänzen, im Bereich der Personalgewinnung, dass da auch wirklich erkennbar ist, wen suchst du. Ja? Also wenn du einen Metallbauer suchst, soll das auch klar und deutlich erkennbar sein. Hey, wir suchen einen Metallbauer, weil letztendlich reagiert der Metallbauer selber am meisten drauf, wenn er seinen Job da liest. Ja, so viele. Ja, sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall. Der letzte Punkt, den wir für dich vorbereitet haben, ist auch was ich sag mal, im realen Leben eigentlich jeden Tag schon mal gesehen habe. Und zwar geht es darum, dass gerade wenn du jetzt das erste Mal vielleicht irgendeine Werbekampagne schaltest, dass viele, gerade am Anfang, was diese ganze Technik angeht, zu viele Einstellungsmöglichkeiten am Anfang nutzen. So, das klingt jetzt immer ein bisschen komisch. Ich erkläre dir kurz, was ich damit meine. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal einen Kunden haben und der hat vielleicht vorher schon mal eine eigene Werbekampagne für Mitarbeitergewinnung gemacht, dann geht man ja bei Facebook in die Werbeplattform, hat man 1 Million Möglichkeiten, was man jetzt alles anklicken kann. Und dann überlegt man sich, okay, ich habe jetzt von mir aus 3 Monteure, die sind alle zwischen 30 und 40, also werde ich jetzt meine Werbung nur auf 30- bis 40-Jährige beschränken. Ja, dann habe ich gesehen, meine 3 Monteure, die sind alle Fan von Rennsport, also werde ich schauen, dass ich nur Leute anspreche, die Rennsport mögen. Das sind zwar alles absolut nachvollziehbare Gedanken und auch intuitiv irgendwie richtig, nur würden wir dir wirklich empfehlen und wenn man da ein bisschen in die Tiefe gehen möchte, dann melde dich einfach bei uns, wir erklären das auch Kunden gerne in unseren Erstgesprächen, aber du musst verstehen, die sozialen Medien von heute, egal von welchem Netzwerk wir da sprechen, die sind schlau genug, das irgendwann selber rauszufinden. Und es ist einfach so, dass wenn man dort, ich sag mal am Anfang, wirklich viel Freiraum für diese Netzwerke eben lässt, dann optimiert sich diese Maschine viel schneller selber. Es ist jetzt relativ technisch. Ich will auch nicht von irgendwelchen Algorithmen sprechen. Wie gesagt, das muss man dann nochmal im Einzelfall sich anschauen. Aber es ist wirklich ein Trugschluss zu sagen, okay, ich habe jetzt meinen genauen Avatar vor mir, ich stelle den auch genauso ein. Und ich möchte niemand anderem mit meiner Werbung ansprechen. Es ist einfach viel sinnvoller, von Anfang an die Werbung ein bisschen offener zu schalten, also jetzt von der Zielgruppe her, vom Targeting her, und einfach zu sagen, gut, die Personen, die sich melden, die gucke ich mir im Gespräch dann nochmal an. Ich kann vielleicht im Nachgang nochmal nachjustieren, aber ein Großteil werden, wie gesagt, diese Netzwerke selber machen, weil Facebook, Instagram, wie auch immer, die sind ja auch daran interessiert, dass du dort gewisses Geld ausgibst. Das heißt, die werden dir auch helfen, diese Kampagne logischerweise zu optimieren, selbstständig. Und da macht es halt von Anfang an keinen Sinn, sozusagen das Ganze künstlich zuzuschnüren und eben zu sagen, gut, ich suche nur diesen einen bestimmten Avatar und sonst niemanden. Genau, das waren jetzt erstmal unsere wichtigsten 5 Punkte, die du da auf jeden Fall beachten solltest. Fällt dir sonst noch irgendwas dazu ein gerade? So, wenn dann ergänzend, wenn man die Zielgruppe zu stark eingrenzt, wir kriegen das ja immer wieder mit, wo Freunde empfehlen oder eine Anzeige sehen. Also du nimmst dir auch was weg, ja. Also wir haben tagtäglich damit zu tun, wo wir am Ende einen Kunden zu einer Einstellung helfen sozusagen. Und oft kriegen wir das Feedback, er selber hat die Werbung gar nicht gesehen, sondern sein Freund oder seine Freundin und so weiter. Ja. Und das nimmst du dir so ein bisschen weg, wenn du die Zielgruppe so ein bisschen zu stark eingrenzt am Anfang. Ja. Deswegen ganz wichtig auf deinen Tipp. Ist ja auch gerade vielleicht nochmal gesagt zum Thema Neukundengewinnung. Ich meine, die meisten fangen ja an, sich einen neuen Marketingkanal zu nehmen, weil die Neukunden ausbleiben. Und
dann ist es ja, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich schon ja, verrückt, kann man sagen, in dem gleichen Klientel nochmal zu suchen, was jetzt ja schon gerade anscheinend ein bisschen dünn wird, sonst würde man sich nichts Neues suchen. Also nutzt diese neuen Kanäle, nutzt das, um auch andere Zielgruppen dir zu erschließen und dann wirst du sehen, wird Facebook, wird Instagram, wie auch immer, was du da nutzt, wird dir danken im Sinne von, die Kampagne läuft einfach ein bisschen besser. Gut, wir hoffen, du konntest hier was mitnehmen. Wenn du bei den anderen Videos nichts verpassen möchtest, dann abonniere unseren Kanal, guck dir das Ganze auf jeden Fall an, nimm bei jedem Video auf jeden Fall was mit. Frag uns, wenn du zu irgendwas eine Frage hast, komm auf uns zu. Wir helfen dir gerne weiter und ansonsten bis zum nächsten Video. Bis bald.